In der Krise ist sich jeder selbst der Nächste, oder? Ja, wenn bei Opel 25.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, dann müssen sich der Klimawandel und die 50.000 Menschen, die jeden Tag auf dem Planeten verhungern, mal hinten anstellen. Fest steht, die Krise wird sensationell gemanagt. Unsere Bundesregierung sehr professionell. Wann ist eine Krise jemals derart professionell gemanagt worden, meine Damen und Herren? Ich würde sagen, bei dem Management hat die Krise eine Riesenkarriere vor sich. Die Kanzlerin ist wie immer ein Schilfrohr in der Brandung. Angela Merkel legt sich ja nicht so gerne fest. Ja, sie ist ja jetzt auch nicht so der nassforsche Typ, so wie Obama, gewählt werden, einen Plan haben und das dann abarbeiten. Die Kanzlerin ist ja Physikerin, die kommt mehr von der Heisenbergschen Unschärferelation her. Auch Unbestimmtheitsrelation genannt. Die Merkel die kommt, ist nicht nass, so machen das. Die Merkel kommt erst mal rein und dann steht sie erst mal so da. Dann steht sie da und dann guckt sie so. Sie versucht der Krise ein Gesicht zu geben. Denn steht sie da, guckt sie so, dann denke ich immer, die ist genauso gespannt, was sie gleich sagen wird, wie ich. So, guckt ihr da. Das große Ahnungslos der Woche. Wir hatten vor einem Jahr einen Wirtschaftsminister, der hatte keine Ahnung, dass eine Krise vom jetzigen Ausmaß überhaupt herstellbar ist. Jetzt haben wir einen Wirtschaftsminister, der hat keine Ahnung, wie man die Krise meistern oder vielleicht zumindest Gesellen oder Lehrlingen könnte. Nun ja, wir haben eine Sonderschullehrerin als Gesundheitsministerin. Wir haben einen Englischlehrer als Umweltminister. Jetzt haben wir halt auch wieder einen Wirtschaftsminister, der hat Jura und ein bisschen Politik und Soziologie studiert. Hauptsache keine Fachkenntnisse in Wirtschaft, meine Damen und Herren. Der wird ja im Kabinett unangenehm auffallen. Wie das da im Kabinett zugeht, da haben wir jetzt so einen ganz kleinen Einblick bekommen. Haben Sie das mitbekommen, als der Gloß zurückgetreten ist? Das war interessant. Michael Gloß, der hatte ja nach 3,5 Jahren im Amt den ersten klaren Gedanken gefasst. Der ist morgens wach geworden, hat gesagt, hör mal, ich kann das eigentlich alles nicht und ich will das auch nicht mehr. Und der hatte ja sowieso den Job nur ungern übernommen, der ist ja da blöd dran gekommen damals. Sie wissen noch, der Stoiber wollte nicht und da stand der Gloß gerade ungünstig rum und dann, das ist dem von Gutenberg jetzt ja auch wieder passiert. Das ist ja, als Franke ist das gefährlich. Wenn Sie als Franke in einer falschen Situation gerade dumm irgendwo ungünstig rumstehen und wenn dann noch Lothar Matthäus sein Handy abgeschaltet hat, da kriegen Sie Jobs an die Hacke, von denen hatten Sie vorher nicht mal Albträume. Jedenfalls der Gloß, der hatte gesagt, ich will nicht mehr und dann haben Merkel und Seehofer haben mir erstmal gesagt, nein, nein, du bleibst. Ne? Den ganzen Tag lang, ne? Die haben den noch mal so einen Tag lang so richtig auflaufen lassen, noch mal einmal zappeln und verarschen, auch eine schöne Sache. Und dann durfte er doch zurücktreten und dann kam es, meine Damen und Herren. Am Tag nach dem Rücktritt hat er sie in der Fraktion ausgeheult. Das war leider nur so ganz klein in der Zeitung, aber sehr schön, dieser Einblick. Da hat der Gloß rumgejammert vor der Fraktion. Ja, die Merkel hätte ihn ja sowieso nie so richtig ernst genommen, nicht? Und gerade jetzt in der Krise, habe sie ihn völlig ignoriert. Sie habe nur an den, wörtlich jetzt, nur an den Lippen von Steinbrück gehangen. Dabei müsse man dem auch jeden Satz aufschreiben. Als Heiner Geißler vor 2 Jahren erklärt hat, der Kapitalismus ist genauso gescheitert wie der Sozialismus, da hätten seine Parteifreunde ihn am liebsten so ein abgelegtes Zwangsjäckchen von Westerwelle auftragen lassen. Heute sieht man diese neoliberalen Marktfetischisten auf einmal in der Talkshow rumsitzen und debattieren, ist der Kapitalismus in der Krise oder ist der Kapitalismus die Krise? Nur in einem Punkt sind sie sich einig, die Krise war nicht vorhersehbar. Die jetzige Krise war definitiv nicht vorhersehbar, zumindest nicht für unsere Bundesregierung und die sie beratenden Wirtschaftsweisen, also Vollweise sind das ja meistens. Ich sage ja immer, Wirtschaftsexperten, etwas Blöderes finden Sie in keinem Tierpark. Sie können an unseren Eliten sehr schön beobachten, dass wir unseren materiellen Reichtum nicht zuletzt mit geistiger Armut bezahlen. Dass die Schuldenblase wirklich platzen würde, wer hätte das denken können, nicht? Dass die Schuldenblase, der wir die Aufschwünge der letzten 25 Jahre verdanken, tatsächlich platzen würde, da konnte doch kein Mensch mit rechnen.
Und jetzt sehen Sie auf einmal CDU- und SPD-Politiker, die immer von freier Marktwirtschaft gefaselt haben und von Deregulierung, die rennen im Fernsehen rum und rennen und schimpfen über den Raubtierkapitalismus. Von der Gier der Manager ist die Rede. Hören Sie mal die Reden, als wenn der Teufel in Gestalt von Sarah Wagenknecht in die eingefahren wäre. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich rechne seit Jahren damit, dass es so eine große Krise mal geben wird, finanziell, mit der Schuldenblase. Aber dass Politiker mal derart Verstand annehmen könnten, damit hätte ich nie gerechnet, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Womit ich auch nicht gerechnet habe, ist auf einmal ist ja überall Geld da. Haben Sie schon gemerkt? Ja, vor einem Jahr noch, als es uns gut ging, vor einem Jahr hatten wir Aufschwung. Ne? Da haben unsere grenzdebilen Minister noch von Vollbeschäftigung gefaselt, vom Abbau der Staatsverschuldung. Da hatten wir überhaupt kein Geld, können Sie sich noch erinnern? Wenn Sie vor einem Jahr zu dem Steinbrück gegangen wären, gesagt, Herr Steinbrück, rücken Sie doch mal 10 Millionen raus für ein paar Krippenplätze oder 10 Millionen für ein paar Pflegehelfer im Altersheim, da hätte der Steinbrück Sie genauso fassungslos angestarrt, als wenn Sie verlangt hätten, dass er nackt auf dem Tisch tanzen soll. Vor einem Jahr, als wir noch Aufschwung hatten, da konnten wir jeden Euro nur einmal ausgeben. Jetzt auf einmal Millionen, was reden Sie von Millionen? Milliarden, meine Damen und Herren, drunter tun wir es doch gar nicht mehr. 100 Millionen Euro, das reicht bei der Hypo Real Estate gerade mal 2 Tage. Dann ist die Kohle weg. Der Steinbrück, der schmeißt mit dem Geld um sich. Unser Haushaltssanierer und Obersparstrumpf, der gibt im Augenblick Geld aus, das wir nie gehabt haben und auch nie haben werden. Wie bekämpft man eine Krise, die durch das Platzen einer riesigen Schuldenblase entstanden ist? Indem man neue Schulden macht, oder? Sehen Sie, und in der Medizin diskutieren die ernsthaft darüber ab, wann man hirntot ist.